Der russische Hubschrauberpilot Maxim Germanowitsch Kusminow, der aus Russland mit seinem Hubschrauber überlief, ist tot. Er gehörte zum Hubschrauberregiment 319. Sein Großvater German Kusminow war ein verdienter Pilot Russlands. Kusminow war mit einem voll beladenen russischen Mi-8-Hubschrauber in der Ukraine gelandet. Es habe sich um Operation Titmaus gehandelt. Auch seine Familie war von Russland in die Ukraine transportiert worden. Zum Tod äußerte sich der russische Auslandsgeheimdienst SWR. Der Pilot sei eine moralische Leiche gewesen, als er sein Verbrechen geplant habe. Er hatte nach dem Überlaufen andere russische Soldaten aufgefordert, auch überzulaufen. Zum Grund des Überlaufens sagte er, dass er keine Kriegsverbrechen begehen wollte. Zwei andere Besatzungsmitgliedern wurden nach ukrainischen Angaben auf der Flucht erschossen. Sie waren offenbar in den Plan überzulaufen nicht eingeweiht. Angeblich wurde für die Übergabe des Hubschraubers eine Summe von 460.000 Euro an Kusminow bezahlt. Es wird berichtet, dass er den Militärdienst beenden wollte. Aber ihm sei gedroht worden, dass er dann als Infanteriesoldat an die Front ziehen müsste. Spanische Behörden sagten, der Mann habe unter falscher Identität gelebt. Der 28-jährige Kusminow wurde tot in einer Tiefgarage in der spanischen Stadt Villa Joyosa bei Alicante aufgefunden. Offenbar konnte er aufgespürt werden, weil er zu seiner Ex-Freundin Kontakt aufnahm, diese einlud und auch über die Ereignisse sprach. Die Leiche wies mindestens 5 Schusswunden auf. Zwei Verdächtige hätten den Tatort mit Fahrzeug verlassen. Das Fahrzeug wurde ausgebrannt aufgefunden.